So, hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Call of Duty 2. Wir hatten gerade die Mission durch. Ich auf die nächste Mission. Libya 1943. Der hat so komische Namen. Libyen 1943. Der britische Crusader feiert sein zweites Dienstjahr in Nordafrika. Der Wüstenkrieg mit Panzern ist für beide Seiten eine Herausforderung. Die Staubwolken, die bei der Fortbewegung und beim Feuern der Geschütze entstehen, sorgen für schlechte Sicht im Kampf. Auch die Navigation ist ein Problem. Die riesige Wüste bietet nur wenig Anhaltspunkte für die Orientierung. Die britischen Crusader, die in der Reichweite den deutschen Panzern unterlegen sind, müssen immer wieder schnell vorstoßen und sich in Schussweite begeben. Eine gefährliche Strategie, die sehr zu wünschen übrig lässt. Okay. 14. Januar 1943, 21.30 Uhr. Libyen, klar, leichtwindig, 23 Grad. Hier draußen in der Wüste haben wir eine völlig neue Art der Panzerkriegsführung kennengelernt. Die Deutschen sind uns bei der Feuerkraft überlegen, können uns aber nicht ausmanövrieren. Unsere Taktik ist es, ihnen mit unserer überlegenen Geschwindigkeit ganz nahe zu rücken und sie dann aus kurzer Distanz anzugreifen, wo unsere Geschütze ebenbürtig sind. Sobald ein Schlachtfeld erst einmal im Staub und Rauch gebüllt ist, hängt das Überleben von den Fähigkeiten der einzelnen Trupps ab. Mit einem großen Batzen Glück. Panzerkommandant David Welch, 7. Panzerdivision. Okay. Ah, jetzt darf ich mal wieder Panzer fahren. Einfach überfahren hier. Ach so. Sieht witzig aus. Sich von den anderen Panzern zu entfernen, Sir. Ah! Fahr rein! Legt das, ihr
Sir. Noch einer direkt voraus. Wir sollten bei den anderen bleiben. Ja, ich komm doch schon. Wo ist dein Kontrollpunkt, Susi? Bei den anderen Panzern sind wir sicherer. Das war aber eine kurze Mission. Okay. 72 Kräfte. Ja, das kennen wir ja auch schon. 17. Januar 1943, 8.30 Uhr, Libyen, sonnig, leicht windig, 25 Grad. Das Afrika-Korps zieht sich nach Tripolis zurück, zur letzten größeren Versorgungsbasis dieser Region. Unser Ziel ist es, durch die Verteidigung zwischen hier und Tripolis durchzubrechen und die Deutsche so zu zwingen, die wichtigen Versorgungsgüter aufzugeben und sich nach Tunesien zurückzuziehen. Für diese Mission wurden wir mit besserer panzerbrechender Munition ausgestattet, aber dennoch müssen wir sehr nah an den Feind ran, um maximale Wirkung zu erzielen. Panzerkommandant David Welch, 7. Panzerdivision. Das ist ja auch. An der nächsten Karte sind einige 88mm Panzerabwehrgeschütze. In den Shermans wird sie beschäftigen, werden Fox und Baker die linke Flanke umfahren und sie von der Seite treffen. Gruppenkommandeure, melden Sie sich. Baker war bereit! Fox war bereit! Zebra One zeigt es Ihnen. Baker und Fox, Panzer brechen das Salve laden und schnell vorrücken. Viel Glück, Leute! Tut mir leid. Bleibt zusammen, Jungs. Hoffentlich klappt das! Stopp mit dem Gerede, Baker warten. Denken Sie dran. Feuern Sie nicht, bis wir in Reichweite sind. Schicke Animation. Sie haben uns entdeckt. Nein. Euch. Fast in Reichweite. Fast da. Feuern, wenn bereit. Zerstören Sie die Panzerabwehr. Wiederhole. Feuern, wenn bereit. Bereit zum Feuer. Hallo, was? Ich komme! Ich hab einen! Ziel im Visier! Ausgepasst! Noch einer direkt voraus! Schaden! Feindliches Ziel in Reichweite! Dem haben wir es gegeben! Ziel im Visier! Einer weniger! Panzer direkt voraus! Noch ein Graben! Vorsicht vor Panzerabwehrraketen! Nehmen wir es
Alles gut, danke. Hier ist alles tot. Sehr schön. Oh, da komme ich nicht durch. Wie, das ist die falsche Richtung. Wo wollen Sie hin? Hä? Wieso komme ich denn da nicht durch? Wo wollen Sie hin? Das ist die falsche Richtung. Ich komme da nicht durch. Komme ich hier oben längs? Rein zur Rechten! Panzer kommen über den Kamm! In welche Richtung, Fuchsmann? Aus dem Westen! Toll, das soll man wissen. Die Panzer fahren alle rechts längs und ich soll links längs fahren. Ich verstehe das nicht. Wo soll ich denn hin hier? Panzer von links. Ziel im Visier. Toll, ich gegen den Rest der Welt hier. Yay! Der aus hat, wird erobern. Ja, dann würde ich sagen, beende ich hier die Aufnahme. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Tschüss!